Servus, hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Im letzten Video habe ich euch die wunderschöne Blüte des Erdbeerbaums gezeigt. Dort sind vorwiegend die Hummeln unterwegs. Hier seht ihr die Blüte der japanischen Wollmispel, die jetzt voll am Blühen ist. Das sind immer noch ein paar Knospen, die nach und nach aufgehen. Aber wir stellen fest, dass hier nicht nur die Hummeln unterwegs sind, sondern vielmehr die Honigbiene. Offensichtlich der Hauptbestäuber ist der japanischen Wollmispel. Und auch hier, wie beim Erdbeerbaum logischerweise, spielt das warme Wetter eine wichtige Rolle, dass die Bienen eben ausschwärmen und nach Nektar suchen. Das heißt, hier wird es vermutlich, so wie es ausschaut, eine sehr reiche Ernte geben, was natürlich auch sehr stark davon abhängt, wie der weitere Verlauf des Herbst-Winters sein wird. Und deswegen, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema japanische Wollmispel, ihr seht ja, es kann funktionieren mit Blüte, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.